da war schon das Gewitter, denn heute ist Blutmond, Jasmin. Oh nein, und gleich. Und unsere... Es ist schon 19 Uhr. Ich bin mal gespannt, ob unsere Taktik aufgeht, weil wir haben ja diesmal nicht wirklich was mit Spikes gemacht unten. Dann bleibe ich hier stehen jetzt. Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Also wir könnten noch ein paar Spikes platzieren. Nee, tun wir mal Maschinengewehr mal. Oh ja, oh ja. Ich habe auch nur Pfeil und Bogen. Oh, hallo. Ich komme hier nicht runter. Ah, leck mich. Entschuldigung, ich wollte nicht schon wieder so... Das ist einfach so geil. Ja, es ist so geil. Oh, nee, das ist eigentlich voll genial mit dem Runterspringen. Ich habe das eben auch Ja, gemacht. Anders komme ich da nicht runter. Hä, wo ist es denn hier? Achso, meine Knarre habe ich, aber meine Patronen nicht. Welche brauche ich denn dafür, meine Maschinen? Ne? Wo steht denn bitte? Fürs Maschinengewehr die 762. Ah, die nehme ich mir mal alle rüber hier. Ach ja, wir haben Alter, ja, ich baller die ab, Alter, ich baller die ab. Wir haben ja expandiert. Ich baller die sowas von ab. Ich genehmige mir mal zwei. Nein. Okay, dann nicht. Ich nehme auch noch was. Was nehme ich denn? Ich habe jetzt nur zwei Sticks rausgenommen aus der Kiste. Essen ist jetzt hier hinten. Nee, Essen brauche ich nicht. Achso. Habe ich dir eigentlich von meiner Theorie erzählt? Selbstgebautes Maschinengewehr zwei, Stufe 2, das nehme ich noch mit. Ich habe heute ein Foto gesehen, ne? Von ein Superman. Foto? Achso, herzlich willkommen zurück zu 7 ja. Days to Die. Hallöchen, es heute geht ist, gleich los. Ja, heute ist Blutmondfolge. Wir haben es jetzt 20:07. Gewitter ist in Anmarsch, es geht bald los. Müssen wir die eigentlich alle töten, oder ist... Ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass die despawnen werden. Nur weil der Blutmond vorbei ist. Ich nehme mir aber Pfeile auch noch mal vorsichtshalber mit. Ah, Mist, Pfeil und Bogen. Achso, mein Bogen noch reparieren? Ach, ich komme schon wieder nicht hier runter. Ich bin da echt zu blöd für. Ich nehme nur das selbstgebaute Gewehr mit. Geh mal aus der Kiste, kurz. Ja, gleich. Hast du jetzt alles an Munition rausgenommen? Ja, es war ja auch meine. Ja, ist ja nicht so, dass wir zusammengeschmissen haben. Nein. Nein. Gut, dann nehme ich halt... Haben? Nö, ich nehme den Revolver. Ist schon in Ordnung. Was haben? Nö. Ein Glück. Ich nehme auch nochmal Schrotflinte, nehme ich auch. Jetzt geh aus dem Karton, da habe ich was an der Kiste. Ich brauche ganz schnell Pfeil und Bogen. Geh Wir weg. Haben doch noch Zeit. Nein, Entspann es ist dich. Schon halb acht. Trink ein Chai Latte. Chai. Ein Chai Latte. Chai Latte. Hier fehlt... Pfeile. Warte mal, was brauche ich nicht? Das brauche ich nicht. Ich brauche Pfeile. Wie viel nehme ich erstmal? Erstmal die 56, wa? 76. Ja, ich habe mir einen großen Stack genommen. Ich habe jetzt 150. Ich habe mir erstmal die kleinen genommen, weil ich habe ja auch das Maschinengewehr mit den ganzen... Okay. ...ganzen Munition. Nee, soll ich dir von meiner Theorie erzählen? Ja, erzähl mal. Ich habe trotzdem gerade Angst vor. Ich habe heute ein Foto gesehen, also ein Bild gesehen von Superman, ne? Aus Superman, ja, aus Superman Returns. Und auf diesem Foto sah er halt aus wie ein absolutes Model. Und dann habe ich mir gedacht, wenn Superman real wäre, müsste er eigentlich aussehen wie der letzte Penner. Ja. So, pass auf. Er ist ja unzerstörbar, ne? Das heißt, er könnte dich zum Friseur. Seine perfekte Frisur ist quasi erstunken und erlogen. Sein perfekt rasiertes Gesicht... Unmöglich. Selbst mit seinem Laser kann er sich nicht rasieren. Er müsste Akne haben, weil er seine Poren nicht richtig reinigen kann, weil er quasi wasserabweisend ist, sage ich jetzt einfach mal. Und er müsste stinken wie Sau. Also er müsste der ungepflegteste und stinkendste Mensch der Welt sein, weil Lauge hat keine Chance gegen ihn. Ist nicht wahr. In der Theorie meines Lebens. Da geht die AFK. Ich glaub's ja nicht. Ich hab mir den Kopf zerbrochen, um auf diese Lösung zu kommen. So, hier, ich wollte... ich weiß nicht, wie das jetzt mit unserer Mauer aussieht. Ob wir irgendwo... verdammt, wo habe ich denn das hingepackt? Ah.
Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Mauer irgendwo Schwächen aufweist, dass die quasi, angenommen, die könnten da raufkommen und dann hierhin und hier hochspringen. Ob die das denn als Weg sehen würden. Das heißt, wir machen hier nochmal schnell zu. Vorübergehend, später kommt dann eine Tür rein. Die haben auch noch nicht voll ausgebaut, ne? Bis hier glaube ich nicht, dass die kommen. Ja. Hatte meine Theorie noch mitgekriegt? Ja. Und was sagst du? Ja, sehr gut. Aber bis oben reicht der Empfang nicht. Ah. Da stand nämlich gerade was neben mir. Ich habe mich ganz schön erschrocken. Ja, ich habe es mitgekriegt. Vielleicht sollte ich hier auch noch mal was hochziehen. Nicht, dass einer auf den Vorsprung fällt und dann... Das mache ich nochmal eben. Was machst du? Oh, das wird schon rot, ne? Ja, wo haben wir Holz? Ich mach mal unten die Tür zu, ne? Ist die andere Tür auf? Oh, ich hoffe, das Prinzip funktioniert. Aber das war ja cool. Die hat ja letztes Mal nicht mal versucht, über den Balken... Ja, aber wenn mehrere kommen, kommen die da rein. Holzwürfel, ah. Dann kommen die wahrscheinlich da rein und kommen zum Haus, weil die dann unten versuchen reinzugehen. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine Illusion ist, dass die oben den Weg haben, weil sie kam ja auch oben. Ja, aber nicht alle, wenn mehrere kommen. Ja, weiß man nicht. Muss man ausprobieren, ne? Natürlich, muss man ausprobieren. Muss man mal ausprobieren. Mhm. Sagst du so in deinen jugendlichen Leichtsinn hier? Das ist ja... Ich esse eine Tomate. So. Das sollte doch... Zumindest, dass die hier nicht... Ja, das wird schon gut gehen. Fressalien. Oh, das wird schon nebliger. Wann ging das nochmal los? 22. Also wir haben noch 2 Stunden Zeit. Ich bleib hier stehen. Ich bin schon bereit. Aber ich fand's faszinierend, letztes Mal, als die eine kam, dass die nicht versucht hat, über den Pfosten rüber zu springen, wofür ich den ja eigentlich gedacht habe, sondern die hat ja versucht, drumherum zu gehen. Ja. Wenn die das alle machen, ist natürlich super, ne? Dann ist Suppe. Wir gehen sowas von drauf, ey. Ah, wenn die das alle machen, ist das Suppe. Irgendwas stürzt hier heute noch ein, glaube ich. Ich? Unsere Motivation. Unsere Selbstachtung. Mhm. Wollen wir die zwei Löcher hier vorsichtshalber zumachen? Wo bist du denn? Falls Vogel... Ach hier, mach mal I. Okay. I. Hallo? Ja. Mach mal I. Ich würde gern dein Freund sein. Was war denn das für ein Leck? Was willst du zu machen? Hier? Hier und da. Ich würde unten auch zumachen. Wo? Nicht, dass die an die Boxen gehen. Na, da unten die Klappe. Die ist zu? Nee, zu bauen. Ach so. Können sich doch durchhauen, oder nicht? Oh nein, ey, das wird immer roter, röter, ach wie immer. Rotlicher. Rötlicher. Rotlichter. Ja, rot, der war klar. Also, wieso werde ich nass? Über uns ist doch nichts. Vielleicht Wind durchs Fenster? So, ich stand dicht vorne. Unten nochmal vor die Tür vorsichtshalber 2 Klötze gepackt. Ja. Yeah. Jasmin. Patrick. Weißt du, was ich finde? Ich finde die Glatze, ne? Ist eine ausgefallene Frisur. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ey. So, ich könnte noch mal, habe ich noch ein Rohr? Warte mal. Habe ich noch ein Rohr in der Hose, oder? Hab ich ein Rohr? In der Hose, oder das? Noch einmal meinen Schlagknüppel hier vor. Falls die bis zum Durchguck hier kommen, sollten. Ob das funktioniert?
Das weiß man nicht so genau, ne? Nee, nee. Ich weiß auch nicht, ob die... Warte. Ich bin gleich zurück. Jetzt komme ich hier nicht runter. Oh. Das ist so geil. Okay, ich bin unten. Das waren nur Holzwürfel. Holzwürfel wollte ich nicht. Dann muss ich halt was bauen. Warte mal. Wir jetzt hier nicht unser Holz verschwenden. 1, 2, 3. Sind das 2 hoch? So, also wen ich auch noch mal grüßen wollte, ne? Ist hier den Account nicht sicher. Schönen Dank für deine positiven Kommentare. Positives Feedback. Freut uns sehr. Ich rede so, wie ich das möchte, ja? Rede mal bitte so, wie ich das möchte. Nee, du kannst es ja selber machen. Reden? Machst du ja nicht. Nee, grüßen. Nee, ich freue mich doch über jedes Kommentar. Das habe ich doch letztes Mal schon gesagt. Und ich grüße jeden, der ein schönes Kommentar abgibt. Um einfach mal Danke zu sagen, ne? Ich bin gerade dumm. Ja, das wissen wir ja alle. So, es wird rot. Eine Stunde noch. Ich habe Angst, wirklich. Ich habe jetzt schon Schweißfinger. Schweißfinger? Ja, ich bin nervös. Nervös? Nervös, aber richtig fette Kanne, ey. Alaska. Ach hier, oh Gott sei Dank hat er es so. Jetzt fühle ich mich sicherer. Puh. Ja, ich dachte, falls die Geier Die Vögel kommen. Genau, jetzt habe ich aber keinen Hammer zum Aufwerten. Komm ich da ran? Hä, hey, das kannst du mit der Steinaxt auch. Habe ich nicht. Ich habe kein Holz mehr. Also erst wollte ich das wegen der Aussicht offen lassen. Aber ich muss sagen, ich habe Angst. Ich habe Und Hunger. Angst und Hunger. Und Hunger. Angst und Hunger begleiten ihn sein Leben lang. Ich schieb mir gleich mal ein paar fette Eier in den Mund. Die Eier machen 6, also 8, ne? 8 das mal Eier. 8 das mal Eier? 8 das Was? Mal Eier. Das, ach, das mal. Das mal Eier. Ach, das mal. Gibt 8 Hungersättigung. Oh, ich bin zu 22,8% infiziert, Jasmin. Oh, ich bin 92% nass. Ja, was wollen die mir noch Irgendwie tun? Irgendwie hast du ja keinen richtigen Vorbau gemacht da. Du hast doch Vorbau. Also. Das muss reichen als Regenschutz. Na denn. Ja, aber ich bin ja ein vorgegangen, aber wir können ja da nochmal was... Nee, da können wir ja nochmal was zimmern. Ja, der geht gleich los. Oh Gott, ey. Ich könnte dir gerade eine zimmern, du. Pass auf, dass ich nicht schieße, außersehen. Ja, und ich habe ein Maschinengewehr. Ich durch lächerlich wie Schweizer Käse. Nee, harzer Käse. Nee, ach, was weiß ich. Ich habe eine Schrotflinte. Harzer Käse? Nee, ist das nicht der... Schweizer Käse. Winkel Käse, ja, ne? Ich durchlöcher dich wie norwegischen Käse. Wie Gouda. Wie Gouda. Gouda ohne Löcher. Brotaufstrich hier, die Scheiben. Ne. Brotaufstrich in Scheiben. Aha. Hab ich noch nie gesehen. Brotaufstrich in Scheiben. Was? Kennst du keinen Scheibenbrotaufstrich? Muss ich mal drauf achten, wenn wir einkaufen. Und dann frage ich mal. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie keinen Brotaufstrich in Scheiben? Ich zerreibe meine Käsescheiben immer mit dem Messer. Ja. Genau. Oh, ich sehe hier gar nichts. Oh, ich habe Angst, wirklich. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir verkacken. Meinst du? Ja. Wir sollten ein Fernglas irgendwie kaufen. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier bricht irgendwas noch zusammen heute. Wir sollten vielleicht ein Fernglas noch schnell kaufen. Wie lange dauert so ein Blutmond nochmal? 2 oder 4 Uhr morgens in der Früh hört es auf. 2 oder 4 Uhr morgens? Ja. 2 oder 4 Uhr morgens in der Früh hört es auf. Oh Mann, wir sollten vielleicht ein Fernglas kaufen. Ja, mach doch. Ich denke, das ist besser. Weil? Dann sehen wir weiter.
Ja. Hast du auf Arbeit deine Sprüche einstudiert oder was? Nö. Nö. Ich habe meine große Pause sinnvoll genutzt. Was war das? Ich habe 30 Minuten dumme Wortspiele gegoogelt. Nee. Nee. Lügen darf man nicht. Ja. Ich habe Angst, Schatz. Du hast Angst? Ja. Auf Angst habe ich nichts gegoogelt. Ganz komisches Gefühl. War ja klar. Vor allem, man sieht ja so schlecht. Und man wird hier voll nass. Naja. Doch, ich bin 83% nass. Ich finde, Regen ist richtig arrogant. Der ist immer so arrogant. Von oben herab, weißt du? Oh Gott, wären die noch flacher, oder? Ach so, habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Ich habe heute ein Blatt gelocht, nur so am Rande. Gottes Willen, ey. Lass den Namen des Herrn aus dem Spiel. So, ich bin ready. Ja, wir haben noch 11 Minuten. 11 Minuten Zeit für dumme Witze. Oh nein. Oh ja! Wo bleiben die Zombies? Du kannst mir Steine in den Weg legen, aber ich sammle sie auch. Ich schieße sie nochmal auf, links oder auf rechts? Rechts genaues Zielen, links schießen. Ja, das weiß ich, okay. Ab wann soll ich ihn schießen überhaupt? Versuch mal. Der Ring hört auf. Versuch mal in den Kopf zu schießen und immer nur einmal klicken. Also kann hier oben gucken. Dass du Einzelschuss schießt. Ja, sollten nachladen. Wie geht das? Unten rechts siehst du, da steht der 0 Schrägstrich und deine Anzahl der Munition. Ja, wie lade ich nach? Linke Maustaste oder R. Oh, du krasse Sau. Ja, du musst doch sagen, ich muss loslassen. Nein, du musst die linke Maustaste gedrückt halten. Bis zum Schluss. Es wird rot. Es ist rot. Es ist 22 Uhr. Nein, nicht bis zum Schluss gedrückt halten, dann schieße ich ja. Hast du doch gerade gesehen. Ja, ich weiß, ich habe dich veräppelt. Dann hättest du keine Munition mehr gehabt für den Blutmond. Er ist wohl. Da! Er kommt die Treppe hoch. Warte, nein. Bis er... Doch, doch. Die laufen... Und was ist, wenn die zu viel sind? Never. Die kommen da gar nicht hoch, die sind so blöd. Ja, lass sie doch dumm sein. Vielleicht sind sie bis morgens um 4 dumm. Toll, und wir stehen. Oh. Ich bin so schlecht im Schießen. Könnt ihr ein bisschen dichter kommen? Revolver hält hier. Oh, die gehen echt alle da hoch. John Wayne. Oh, oh. Ich habe sowas ähnliches gesehen. Ich habe bei YouTube gesehen, da hat einer eine AFK-Basis gehabt. Und der hat so eine Art... Die kommen hier gar nicht her, ey. Der hat so eine Art Brücke... Ja, durch die Pfeiler. Der hat so eine Art Brücke gebaut. Oh. Und dann sind die gehen immer, alle da hoch. Die sind immer zu ihm gelaufen und dann hat er so eine... wir machen unsere Mauer kaputt. Gut weg. Der hat halt alles mit Maschinengewehren gehabt. Dann kamen die dann... Das ist oh. Boah, das wäre so ein nices Double gewesen. Weg! Geh runter! Aua, hier ist so ein Springer! Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Alter, bei mir ist richtig verschwommen. Muss ich jetzt sterben? 4 Sekunden? 3 Sekunden? Was? Sterbe ich jetzt? Brauche ich Verband? Was ist das? Achso, okay. War nur der Timer, bis ich wieder gucken kann. Was ist das? Sterbe ich jetzt? Brauche ich Verband? Oh mein Gott, ich vermute. Also das... Eigentlich brauche ich doch gar nicht schießen. Ich kann doch erstmal warten, bis sie hier sind, oder nicht? Ja. Oh, die haben unsere Mauer da unten kaputt gemacht. Ja, da müssen wir nochmal irgendwie was abändern. Du Arsch, dich hab ich aber. Dich auch. Ey, das funktioniert wesentlich besser, als ich dachte. Gerade durch diese Pfeiler. Ich sag, irgendwas stürzt hier noch ein. Ey, pass mal auf, das ist deine geile Treppe. Ups. Meinst du? Ey, diese Pfosten sind der Wahnsinn. Das ist genial. Das ist so geil, die Achse ballern, ey. Weil das ist voll easy. Du musst ja wirklich nur geradeaus zielen.
Ich habe mir das nur ein bisschen abgewandelt. Guck mal, er betet. Ich liebe es, wenn ich treffe. Oh, ich muss nachladen. Reloading! Ich glaube, du machst hier wesentlich mehr Punkte als ich gerade. Wir sollten die Tür da links neben einbauen. Und dann einfach auflassen, dass sie durchlaufen können. Ja. Denen ist der Weg zu weit. Nee, weil die laufen alle lang. Die Süße hat mir eine gegeben. Also ein paar von denen, manche kommen hier echt rüber, ne? Vielleicht noch einen Pfeiler machen. Ja, sie hat's geschafft. Sie hat's schon wieder geschafft. Oh, du stehst auch viel besser. Du bist so ein bisschen seitlich. Alter, diese Springer sind so schlimm. Ja, da müssen wir noch ein bisschen mehr Gitter machen, glaube ich. Irgendwie nach oben, damit der nicht hochspringen kann. Also so über den. Mega, das fetzt voll, ey. Wenn wir oben noch ein Gitter rüberziehen, dass die so wie so ein Tunnel haben, dann können die Springer auch nicht mehr so springen. Ja, ey, das macht richtig Fun, ja? Ja? Vor allem, weil wenn ich die treffe. Jetzt hab ich dich, du Dick-Fetti. Indianer! Oh. Ich will mal meine Bogenskills hier auspacken. Ja. Er bückt sich und der Hintermann kriegt's ab. Ja gut, wo sind sie? Mit dem Bogen bin ich natürlich nicht ansatzweise so schnell wie du. War's das schon? Ach, geht das nur bis... Nee. Hast du ein Level up gehabt? Hab ich ein Level up gehabt? Nein. Ich kann jetzt nicht. Meine Pistole ist kaputt. Was brauche ich denn zum Reparieren? Kleinen Moment. Ein Rohr. Ich komme gleich wieder. Wo waren die da? So. Zweimal einpacken. Haust du ab, du blöder Hund! Im wahrsten Sinne des Wortes. Hund, du. Alles Opfer hier auf Arbeit. Marie, 28, Unfallchirurgin. Oh, guck mal, ein Bautzi. Ja, den habe ich gerade abgeknallt. Meinst du, der ist infiziert gewesen? Wegen Fleisch? Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist echt simpel. Das Prinzip gefällt mir. Aber wenn es so viele sind, dann schichten die sich über, ne? Es ist so geil, wie sie rüberspringen, aber dann einfach nicht landen. Scheiße, ich hab vielleicht keine Munition mehr. Scheiße. Ja, die andere geht ja auch nicht. Ja, was mache ich denn jetzt? Pfeil und Bogen. Muss ich reparieren sonst. Aber voll geil, die springen rüber, aber die landen nicht. So wie ich in Schwulendisco. Eine Chance bei heißen Männern. Oh. Das sieht schon cool aus mit dem Bogen. I like it. Wer wird denn da gleich den Kopf verlieren? Oh. Ja! Voll den Kopf! Also ich habe nicht mehr viel Munition für den Revolver. Also Munition ist echt Mangelware noch bei uns. Aber das sind mehr als letztes Mal, kann das sein? Ja, das wird auch immer mehr. Oder wirkt das so, weil die jetzt alle hier auf dem Haufen sind quasi? Nee, nee. Ey, der haut meinen Pfosten kaputt. Dicker Holzfäller? Immer noch. Ich dachte, der wäre schon runtergefallen.
muss nachladen. Haben die einen Pfosten kap... Nee. Jetzt kommen aber ungewöhnlich viele hier rüber. Ich renne nicht, mein Schatz. Du hast den Bauwau erschossen. Und ihm habe ich in die Eier geschossen. Sadistisch. Oh, der ging daneben. Oh oh. Ja, da türmt sich was. Die hängt nieder eben. Ich bin gleich leer, ne? Aber ich habe die Schrot auch noch. Einfach verkloppen, wenn die hier vorne sind. Ja. Pfund! Ah, ich habe gar keine Ausdauer gehabt eben. Die Schrot haben wir gar nicht ausprobiert. Oh, warte. Der Hund, der kommt hier rein? Warte. Ich hasse Hunde, die nicht hören. Aus. Ja, das ist zu weit weg. Der hat mich zum Glück nicht getroffen, ey. Ach, das ist ja Einzelschuss. Oh, 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 oh. Raff ich erst beim zweiten Mal schießen. Hattest du da unten nicht eigentlich Fallen aufgebaut? Ja, die sind schon weg. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir mit der Schrot unsere Pfeiler da wegschießen. Heißt, muss ich vielleicht die Axt nehmen? Kommt die da mehr ran? Ah, ich denke mal, ich habe mehrere Schuss, ne? Ich habe keine Munition mehr, du? Für die Schrot. Oder meinst du für Pfeile? Ach so, haben wir noch für Schrotflinte oder was? Schrotflinte haben wir noch, aber wir haben nur die eine Schrotflinte. Ach so, und für andere, die Revolver und so haben wir nicht mehr. Ich glaube, ich habe was übergelassen, aber ich hätte noch 5 Patronen zur Not. Aber du machst das gut mit dem Bogen. Komm. Gleiche Chance für beide. Du wirst die ganze Zeit geschlagen. Ja, macht nichts. Ich habe gerade gedacht, mit dem Fight. Oh. In den Kehlkopf. Nice. Es ist hier runtergefallen. Also mit dem Maschinengewehr hat es mehr Bock gemacht. Aber leichter, ne? Mhm. Warte. Die gehört mir. Hey. Die hat sich meinem dicken Knüppel entzogen. So dumm. Ich. Scheiß drauf. 5 haben oder nicht haben, ne? Schwester Inge. Wir haben ein Problem in der Notaufnahme. Okay. Das ist leer. Das Schrot habe ich halt noch gut. Da habe ich noch 90 Schuss habe ich da. Lass die mal ein bisschen rankommen, wenn sie können. Hm. Die schieben sich da auch so ein bisschen selber runter immer, ne? Ah, ich treffe nicht mehr so richtig. Oh. Das ist so richtig mies. Das ist ja geil, oh. So, Freunde. Mehr Baum. Hä? Oh, mein Pfeil ist kaputt. Dein Bogen? Oder dein Pfeil? Meine ich ja. Mein Bogen. Wenn die... Oh. Aus. Wo bin ich denn? Oh Gott, ich laufe zur falschen Seite, ey. Böser Hund. Dack direkt mal den Müll ins Ohr. Oh. Lootbag! Ich wette, wir haben ja so ein paar Lootbags jetzt hier. Ich wette, wir werden richtig enttäuscht, wenn wir die aufmachen. Ja. Weil da vergleichsweise wenig Loot drin ist. Für die Mühen, die wir uns ergeben mussten. So, weg mit dir, du alte Puller, ey. Oh. Oh, ich bin durstig.
Ah, Vorsicht! Das ist so geil. Hä? Sind die schon wieder oben? Nee, das war eine andere. Ich weiß, aber mehrere. Könnte man meinen. Ich hab hier eine richtig geile Position. Ich auch. Wenn ich mich nicht bewege und einfach nur schieße. Ich habe keine Pfeile mehr. In der Kiste sind noch welche, ne? Ja, ich komm gleich, wollte ich damit sagen. Ich komm hier nicht runter! Komm wieder nicht! Jasmin, nicht jetzt! Wir sind mitten im Blutmond! Ich bin nervös, ich komm hier nicht runter, verdammt nochmal! Nein, nein, ich meine wegen komm! Ja. Also, bitte! Lass mich in Ruhe! Jasmin, bitte! Was? Böser Hund! Was gibt's denn hier eigentlich noch so? Das kann ich nicht dulden, du bist schlecht erzogen. Wofür sind die Geschossstöckchen? Oh. Aber mich hat er mich ausgetrickst. Das. Okay, holst du eben kein Stöckchen? So. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir mal selber Munition herstellen können. Ja, ich. Ja. Brauchen wir dafür die Werkbank, ne? Glaube ich. Glaube. Ich hatte doch schon mal geguckt gehabt. Aber wir haben halt noch nicht die Werkbank zusammen. Ich weiß auch nicht, ob wir die schon bauen können. In die Kronjuwelen! Da wird die Queen aber enttäuscht sein. Ah, nee, die ist ja gar nicht mehr. Hast du auch gerade so oft daneben geschossen? Ja, eigentlich habe ich ihn gerade getroffen. Achso, du bist ja hier, ne? Dann kann ich ja kurz mal was trinken gehen. Nee. Ich pack das hier nicht alleine. Ich werde nervös, wenn hier einer vorne steht. Alles gut. Ich schieb mir nur noch kurz ein paar Steaks in die Kiste. Nein! Du machst das super. Oh. Hier! Hau ab! Geh doch ein Fall Stück runter. Zurück! Geh doch ein Stück zurück! Weg. Geh ein Stück zurück! Ich treffe ihn ja, aber er soll weggehen! Weg mit dir! Ich hab ihn weggeschaufelt. Oh. Ich bin Alter, Robin. Wie lange Spock. Geht der Rotz hier noch, ey? Ja, ein bisschen haben wir noch. Ich bin zu doof für den Bogen. Du hättest aber noch ein Loch reinmachen müssen unten. Ich sag's, wie es ist. Wofür? Wo die reinfallen. Ich hab Angst, dass die sich denn rausbuddeln und unter unser Haus buddeln und dann stürzt das zusammen. Ich wollte ja die Klingenfalle, aber ich kann die auch noch nicht bauen. Oder? Ich weiß gar nicht, was mir da gefehlt hat. Ich glaube, uns hat ein bisschen Barren gefehlt. Aber wenn wir genug Barren haben, können wir die, glaube ich, bauen. Dann würde ich die da unten hinsetzen, dass die da reinfallen. Und dann wird das später wie so ein Mixer. Mit einer kleinen, mit einer minimalen Öffnung. Wo die schwer rauskommen, aber dass wir an den Blut rankommen. So stelle ich mir das vor. Sag mal so, manche Lootbeutel, die spawnen. Ach, das sind deine Pfeile. Oh oh. Was ist denn? Oh, schon wieder mein Pfeil. Ja. Dein Pfeil ist kaputt, Jasmin. Scheiße, und ich kann ihn nicht reparieren. Och, leck mich doch. Dein Pfeil ist kaputt, Jasmin. Da ist die Feder abgefallen. Ich bin gestresst. Ja, ja. Erdbeerwoche, ich kenne das. Nee. Ach so. Oh Mann, jetzt geh doch da hoch, Uschbert. Boah, ich komme hier wieder nicht hoch. Oh, jetzt werd ich kirre hier. Ruhig, Jasmin, ruhig. Hey. Ja. Kommt keiner mehr? Doch. Da unten. Die sind alle gerade runtergefallen. Es sind auch schon weniger geworden, glaube ich. Ja. Aber so wie ich das sehe, die noch ist ja. Ah nee, durch das Schießen machen wir die Plattform hinten kaputt. Das eine Holz ist ein bisschen angebrannt. Ja, egal. Wer hätte gedacht, dass das Holz nicht kugelsicher ist?
müssen die alle töten. Wir haben doch hier so ein paar Bauarbeiter. Aber kommt ja nicht mehr viel. Wieso beauftragen sie denn eine Firma, wenn die nicht gleich das alles heile machen? Gab das gut. Weißt du, da haben wir so viele Bauarbeiter hier und keiner kommt mal, weißt du, so Arbeit aus dem Weg, hier komm ich, ne? Ist es vorbei? Getroffen, Girl und Boys. Girl und Boys. Eine Frau und viele Jungs? Ja, alles egal. Alles egal. Party People. Ich bin von voll weit weggetroffen. Party People oder Zombie-Innen. Ja, genau. Am Arsch, als wäre nicht so rede. Das sind nicht mehr viele, Schatz. Ja, ich sag ich ja. Sag ich ja. Oh nein, jetzt hab ich. Oh, jetzt hab ich. Ja, und alle kommen hier. Wir haben es auch fast geschafft, ne? Wie lange geht denn das? Bis 2? Ja, die Musik ist schon fast vorbei. Aber geht das nicht bis 2? Oder gibt's die da unten geschafft? Oder gibt's nur eine bestimmte Anzahl? Ist egal. Ich hab die da unten getroffen. Guck mal, da unten liegt sie. Er ist der Letzte, ne? Jo. Meiner. Zu spät. Unser. High five. Kann man hier einschlagen? Ja, hier. Wir haben's geschafft. Du musst auf die Hand gehen. Muss auf die Hand gehen. Geh auf die Hand, geh auf die Hand, geh auf die Hand, auf die Hand, auf die Hand, in deinem Gürtel, auf die Hand, auf die Hand. Ich hab nix bei. Du musst was wegschieben. Wir haben's geschafft, ey. Wir wollten uns einen High Five geben. Ja, kriegst du gleich ins Gesicht. Da ist nicht mal viel kaputt gegangen. Geil. Ey, wir haben's geschafft, jo. Was war das? Weil du mir keinen High Five gegeben hast. Ich war ein bisschen deprimiert. Alter, du hast das hier kaputt gemacht. Ja, werte das mal bitte auf. Geht nicht, ich habe immer noch kein Holz. Weiß ich doch. Du hast kein Holz vor der Hütte. Komm mir nicht runter. Dann können wir ja die Sachen schon mal wieder einsortieren. Das ging ab. Achso, die kann ich noch einmal reparieren, bevor ich die einsortieren. Muss noch irgendwas raus. Das hier. Da brauche ich auch ein Rohr für. Rohr habe ich hier. So. So habe ich gesagt auch. Ich muss erstmal was essen. So. Dann machen wir den auch noch heile. Ja, Munition sieht jetzt rar aus, ne? Ja, geil, ey. Was brauchte ich nochmal für. Achso, nö. Wir haben es geschafft. Hammer habe ich. Muss mal meinen Schabernack hier reparieren. Oh, hey, das hat aber. Die hat immer noch Hunger, ist mir jetzt auch egal. Die Schrotflinte hat fast. Oh. Was denn? Unsere Gitter haben ein bisschen Damage gekriegt. Ein bisschen aber nur. Ja und? Im Gegensatz zu letztem Mal, weißt du noch, wie die uns letztes Mal kaputt gemacht haben? Gar nicht. Wie bist denn du rausgekommen? Ich bin noch drinne, ich mach hier Heile. Wie komme ich denn hier raus? Musst du freischaufeln. Oder kann ich jetzt nicht? Doch, ne, ist doch vorbei jetzt, oder? Ja, ist vorbei. Geh mal raus, Jasmin. Ja, ehrlich jetzt oder veräppelst du mich? Ich würde dich doch nie verarschen. Mhm. Stimmt das jetzt oder nicht? Was denn? Ich kann jetzt rausgehen. Ja. Geh du mal raus. Ich helfe dir. Ladies first. Du Schisser. Nein, ist vorbei. Du kannst rausgehen. Du bist frei. Aber es ist noch rot. Ja. Oh, Blut? Steroide, die tun dir ganz gut. Großes Rindfleisch. Oh, ich habe ein Fernglas oder so ein Nachtsichtdings. Oh, geilo. Große Rindfleischration und Schrot. Oder irgendwie sowas ähnliches. Darf ich mal vorbei? Nein. Ich möchte auch in einen Sack gucken. Wir müssen hier die Tür. Hä, da war ich noch einer. Ich habe hier geschmiedetes Eisen. Eine Lambration. Gold. Oh, 13 und Patronen. Ich habe 13 9mm Patronus. Wieso haben die Treppe kaputt gehauen? Sind die dumm? Wissen die eigentlich, was das für Arbeit ist? Cool. Hier ist kein Loot mehr. Das war's? Ja, aber wir können ja hier... Das war's? Mein Pfeil schon mal einsammeln. Oh, geh doch mal weg. Jetzt hab ich die Steine wieder ausgepackt. Hier hinten ist auch Damage. Oh, hier nein. Meine Pfeile. Oh... Kannst du mal aus dem Weg gehen, Alter? Ich muss hier Heile machen, Jasmin.
Du hast hier alles kaputt gemacht. Du stellst dich die ganze Zeit in meinen Weg. Nein. Eben schon. Ich war doch noch da. Hier. Da. Da. Aber wieso haben die denn die Tür? Ich würde die Tür an einer anderen Stelle machen. Da, wo die sich einen eigenen Eingang gemacht haben. Gibt es eckige Treppen im Baumenü? Das ganze Wasser ist... Ach doch, nee, Wasser ist... Ich brauche einen Rahmen. Ich? Oder kommen die gleich nochmal? So, also, so und da. Ich weiß es nicht. Können die auch mehrmals kommen? Nee, glaube ich nicht. Glauben ist nicht wissen. Nee, das glaube ich nicht. Glauben ist immer noch nicht wissen. Das weiß ich nicht. Krass, ey. Was ist das? Nachtsichtbrille. Oh, das ist ja unfair. Warum? Du hast so eine coole Nachtsichtbrille und ich hab nichts gefunden, außer Steroide. Und 7,62 und einmal Blutbeutel. Aber das hat wirklich geil funktioniert. Ich freue mich schon, wenn wir die Klingfalle bauen können. Und aus dem Ding einen Mixer machen. Ja. Du bist ein Freak. Ich? Aber ich soll gestört sein oder was? Wieso? Würdest du nicht gerne Menschen schreddern? Findest du das psychisch verwerflich? Ein bisschen. Also moralisch falsch? Geht mein moralischer Kompass in die falsche Richtung? Zeigt ja gern Süden. Warum ist nur so wenig Essen hier drinne? Weil ich das aufgeteilt habe in einer Stack. Ja, genau. Und dann fällt wieder alles runter und dann ist wieder alles weg. Nee. Das Dein hat ja... Wort in Gottes Ohr. Wo ist denn das Geld da? Ich höre mich doch jedes Mal selber. Mhm. Ja. Und damit kommst du klar, ne? Ja. Ich lebe sehr unterhaltsam. Enthaltsam vielleicht. Oh, wir müssen das Holz hacken, ey. Wenn ich das erstmal so mache. Und jetzt mache ich ein Kobe Shape. Dann werfen wir das da rein. Aber. Dann muss der da auch ausgehoben werden, gell? Wieso kann ich das jetzt mit diesem Kit nicht reparieren? Jasmin! Sag mal, muss die Erde denn hier auch ausgehoben werden, oder was? Mit was kann ich denn das Maschinengewehr reparieren? Rohr. Was? Mit Rohr. Mit Rohr? Mit einem dicken Rohr. Die sind schon wieder wo? Da. Ja. Repariert. Dann muss der da oder muss er nicht? Wenn wir den hier nur so ein kleines, der muss doch. Ach, Jasmin, das überfordert mich. Was denn? Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Was denn? Oh, wir haben schon eine Dreiviertelstunde voll. Was? Ja, durch den Blutmann. Das war ja jetzt schnell. Ich heb hier nur noch ganz schnell die Erde aus. Das würde besser aussehen, wenn wir den... Ja, doch. So, das war unser zweiter Blutmond. Das hat wunderbar funktioniert. Wunderbar. Wunder und bar. Gut, hier müssen wir ein bisschen reparieren. Hier ist ein bisschen kaputt gegangen. Aber das mit den Pfeilern ist der Shit. Ja,
Ja, das hat auf jeden Fall gut hingehauen. Vor allem der, wo ich das gesehen habe, der hat so einen schmalen Weg gehabt. Und dann hat der an der Seite Gewehre gehabt und irgend so ein komisches, das hat so geschubst. Und dann sind die immer runtergefallen. Deswegen würde ich ja an der Seite gleich da offen lassen oder Tür machen. Ja, das müssen wir tun. Fisch. Boah, ich hoffe, der Blutmond hat gefallen. War spannend, eigentlich war der entspannt, ne? Na gut, aber wer weiß, was noch kommt. Ja, wird noch schlimmer, glaub mal. Ja, wie sagt man so schön? Abwarten und Wasser trinken. Sekt trinken. Bier. Oder ein Bier. Fettes Bier. Fettes? Kann es auch ein dünnes Bier sein? Nee, das muss... Bier muss immer 4 Grad wärmer als die Raumtemperatur. Ekelhaft. Ja, Bier halt, ne? Bier muss kalt sein. Eis. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet wieder ein. Würden uns freuen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.